Okay. Was machst du jetzt? Warum sind die noch nicht an? Warum gehen die noch nicht? Braucht man dafür eine Redstone-Fackel oder was? Ja, die setze ich gleich, aber erstmal brauche ich hier Kisten, sonst wird das hier gleich alles rausspringen. Okay, hast du Kisten? Sterbe ich, wenn Nein. ich da drin Brauchst du das stehe? Einzige, was ich. Ja. Was für Kisten brauchst du nur? Irgendwelche, scheißegal. Wie viele Kisten brauchst du? Ungefähr 7. Kriegst du. Also von den normalen 7 Doppel. Also 7, aber jeweils eine Doppelkiste halt. 7 jeweils eine Doppelkiste? Also 7 Doppelkisten oder? Ja. Also im Prinzip 14 Kisten. Warum? Weil eine Quarry von der Größe sehr viel abbaut und normale Kisten dabei sehr schnell voll gehen. Aha. Guck mal, hier hast du schon mal 6 Kisten. Ja, die hast du wieder aufgenommen. Mann. Nimm sie. Okay. Habe ich denn noch Holz dabei? Tropenholz. Ja, Außerdem super. habe ich nur 7 Distribution Pipes, deshalb kann ich das jetzt nur mit 7 machen. Mit was? Ich zitiere mich Ich gerne. brauche 7 Kisten und ich habe 6, also noch eine. Dann zitiere ich Nee, doch. warte, ich brauche ja Doppelkisten. Also haben wir jetzt gerade die Hälfte fast. Da sind noch Kabel. Okay, wie viel habe ich dir gegeben gehabt? 6. Brauchen wir Das diese heißt nochmal komischen 6 und dann noch 2. Kabel zufälligerweise noch? Hier schweben drei auf dem Boden. Dann nicht. Nee, sorry, ja, ich bin gerade total konzentriert, wie ich die Kisten bauen muss. Ist so eine schwierige Aufgabe gerade und die überfordert mich gerade selbst dabei, irgendwie, keine Ahnung. Da, 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 schon klar. Geschwätz eines Kleinen, der Spielpirats. Richtig. Los, Buri, Hier. zeig ihm, was du pfeifen kannst. Komm her. Oh, ich war jetzt gerade dabei, mir selbst Kisten zu craften, aber dann Wieso? Ich baue anfangen. dir die ganze Zeit scheiß Ja, Kisten, keine Ahnung, Alter. das hat bei dir so lange gedauert. So blöde? Außerdem brauche ich neue Pipes. Zieh Leine. Fick dich. Was? Nichts. Wollte schon sagen. Wann soll ich wieder eine Angepisstheit gleich hier? 1, 2, 3, 4. Könntest du mir noch 2 machen? Oh ne, das reicht. Ich hab noch Könntest du genug, dir ich das kann auch dir so noch 4 bauen, Stück dass geben. es Ah, ja, das möglichst reicht. unauffällig aussieht? So. Was? Unauffällig? Ja, das sieht ein bisschen sehr unminecraftlich aus gerade. Was sieht denn Wenn die daran? Quarry fertig ist, werde ich Seins das hier ist. alles abbauen, sodass ihr nicht mehr erkennt, dass hier jemals eine Quarry wart. Ich bin ja nur gespannt, wie du denn die ganzen Kisten, die du hier hast, allesamt bitte schön wieder ins Lager einsortieren wirst. Pumpen, Pipes. Na dann los. Mann, starte jetzt einfach. Los. Ja, warte, holst du mir noch ein paar Redstone-Fackeln, bitte? Oh, warte, ich Genervt, hab's der SP selbst. ist genervt. Hast du jetzt noch welche oder nicht? Ja, ich hab noch ein paar. Wie viel brauchst du? Es sollte, glaube ich, reichen. So. Also, das Wichtigste läuft schon mal, diese Redstone-Engine hier. Da läuft eine einzige Engine. Ich weiß, die Redstone-Engine, das ist jetzt erstmal das Wichtigste, dass die läuft. Okay. Weil? Begründung bitte. Weil Warum? die alle Sachen rauspumpt. Wo? Boah, passt genau. So, der Mining Laser fängt an. Dann schauen wir uns das Spektakel mal von oben an, oder? Das Gerüst wird gebaut, es wird relativ schnell gebaut. Ah ja, ich Nur sehe schon. bei Strom-Engines wäre es so. Strom-Engines waren, glaube ich, damals das schnellste. Beziehungsweise das schnellste war mit einem Energy-Link den Nuklearreaktor anschließen. Und man hätte jetzt aber nicht mehr als drei Stirling-Engines hintereinander bauen können, ja? Ich glaube, das geht rein theoretisch schon, nur ich glaube, 3 ist das Maximal, was man hintereinander macht, damit es mehr Energie macht. Also ich weiß, dass zum Beispiel, wenn man nur an jeder Seite einer hat, das viel langsamer ist und bei 4 hintereinander jeweils ist es ungefähr so schnell wie bei 3, deshalb nehme ich immer 3. Außerdem ist es eine annehmbare Geschwindigkeit im Prinzip. Naja, okay. Was geht jetzt Können wir gleich in einmal durch? dieses Shard of Minium noch irgendwie gebrauchen oder kann ich es verbrennen? Nee, nicht verbrennen. In Zukunft gilt nichts verbrennen. Das können wir alles im Recycler um. Das heißt also, alles, was du mal hast, kannst du mal irgendwie unten in dem Maschinenraum, den wir haben. Da gibt es einen Recycler, da kannst du alles reinschmeißen, wenn du willst.
Okay, und ich habe jetzt hier so ein Sticky Resin noch ein bisschen übrig. Kann ich damit jetzt auch noch was machen für euch? Oder kann ich den irgendeinem geben? Weil der blockiert so ziemlich meinen Inventar. SP, siehst du, der fängt an. Sticky, ja, ich sehe schon. Sticky, war doch hier Gummi gewesen, oder? Mhm. Ja. Machst du unten in den Macerator rein. Glaube ich, Macerator war das gewesen. In den Extractor. In Extractor, okay. Hm. Dann haben, dann haben wir gleich Gummi. Ah ja, okay. Das ist relativ schnell. Der geht jetzt, der macht das immer von einer Ecke in die andere. Also der fängt hier hinten an. Und geht dann einmal im Zickzack immer durch. Im Zickzack? Ja, also der geht jetzt bis von der Ecke in die Ecke, da geht der einen Block daneben und macht dann die andere Linie. Ihr müsst meinen Vogel gerade sehen, der putzt sich, also sprich, der geht mit seinem Schnabel durch die ganzen Federn hindurch und kann dabei noch pfeifen. Das ist Naturtalent. Ach, und der erkennt, also ach, der erkennt auch, dass dann keine, dass dann kein Block mehr kommt bis zum Ende des. Ja, zum Beispiel, jetzt hier wird er aufhören und zum nächsten sofort gehen. Ah ja, okay. Das erkennt er. Aber wenn er auf eine Höhle trifft und irgendwie die ganze Ebene mal frei ist, geht er sofort auf die passende Ebene runter. Und wieso springen hier gerade Dirt und so weiter raus? Bessere Frage, warum wird das zurückgesendet? Weil du es nicht zugeordnet hast, oder? Ach so, ja, stimmt. Scheiße. Ich habe jetzt 51 Rubber. Stell mal bitte alles auf 1. Ach, ich muss in die Kiste. Das ist alles auf 1. Grün und Grau? Ach so, weil Blau wieder auf 1 ist. Kann es sein? Das sind 6 weitere. So, jetzt sendet ihr das erstmal ein bisschen weiter. Hallo. Oh, hier haben wir den Recycler. Kann es sein, dass du hast Blau du musst, Grau muss immer. Blau ist scheißegal, auf was das steht. Nein, weil Blau schickt er wieder zurück. Grau, stell mal bei allen Grau auf 1 und Grün immer abnimmt. Also das erste war 6, das zweite war 5. Das mach doch mal den ersten fertig. 4. 3. 2. Jetzt wird wieder hier noch eine mit. Warum hat er denn was zurückgeschmissen? Verstehe ich nicht. Hört ihr es auch? Ich habe jetzt alle eingestellt. Mach mal alles außer Grau und. Ah, ne, ich mach schon. Ich komme ja nicht raus aus dem Gerüst. So. Ich bring mal kurz mein Benz dich raus. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt hat er hier nichts mehr am Rausschmeißen. So, das heißt, du hast jetzt was gemacht? Grau auf 1? Ja, grau ist das hier unten, was hier rauskommt. Achso, er leitet und also jeden siebten quasi leitet er nach unten. Und 6 Stück nach rechts. Den ersten leitet er nach unten und dann 6 weiter. Ja, hier also kommt einer rein, hier kommt einer rein und immer so weiter. Okay. So, jetzt ist er endlich mal in den Käfig gegangen. Dass dann zum Ende hin so ziemlich in jeder Kiste das gleiche drin ist, damit die nicht überfüllen oder so. Okay. Und das Prinzip könnten wir dann bei der Farm nutzen, indem wir den Deployern dann an Weizen genug zuordnen immer. Verstehst du? Ja. Comprende. So, aber die Kohle verbrennt natürlich auch ordentlich, wa? Ja, ich brauche ja nicht bis ganz nach unten. Ist das ein Laserstrahl? Nein, das ist eine Diamant-Pickaxe. In ein bisschen verformter Form. Also noch ein Laserstrahl, ich wusste es. Oh, mir fällt gerade auf, ich hätte noch 11 Kisten gehabt. Hättest du daraus nicht auch eine Diamantschaufel machen können? Das erste. Und ich hätte hier bei mir zu Hause, habe ich noch ein bisschen Kohle. Okay. Also genau genug für alle nochmal. Ah, jetzt kommt doch auf andere Materialien zu sprechen. Ja. Und geil wäre auch mal, wenn wir eine 64x64 Quarry machen. Dass dann, also wenn die erste Ebene voll ist und dann eine Ebene Stein kommt, dass man einen Stack Stein hat mit einem Durchgang. Okay. Weil da kommt dann wirklich richtig viele Sachen bei rum. Oh, ein Spinnreiter. Das geht ja im Prinzip relativ schnell. Okay, was mache ich denn da jetzt? Angreifen. Ja, ich probier's gerade. Spinne oder Skelett zuerst? Nimm die 4 Creeper, die danach kommen. Ja. Niemand! Mein schönes Gravity! Fuck! Du bist so ein Noob, ey.
sagst du hier, ja? Ich muss mich hier mit einer Axt durchkämpfen und du... Wow, da kommt er doch raus. Hier, musst du mal aufsammeln. Ja, Marfko, wer ist denn jetzt hier der Noob? Ja, ich habe ihn im Wasser explodieren. Ey, du hast es nicht mal geschafft, den mit einer Saphir-Axt eins überzuhauen. Das war ein Saphir-Schwert. Ja, oder Schwert. Du hast es nicht noch geschafft, schlimmer. Mit einem Saphir... Das ist ein Diamant-Äxchen, das ist vielleicht ein Eisenschwert. Scheiß drauf, das ist beides blau. Ja, schön. Himmel und Schwert ist auch blau. Trotzdem kannst du mit den Himmeln keinen umbringen. Also guck hier, das ist jetzt schon 2 Ebenen runter. Lenk jetzt nicht ab. An der tiefsten Stelle schon 3. Lenk nicht ab. Das innerhalb von so ein paar Minuten. Also das ist, also eine Quarry ist schneller als Turtles. Und ja, meine Tastatur hängt. Na klar ist er schneller als ein Turtle. Das sieht man ja ganz klar. So schnell kann ein Turtle nicht abbauen. Frage ist nur, ob er natürlich wirklich ganzen Rohstoff. Ich bin mal gespannt, was hinterher rauskommt. Wir lassen ja erstmal alles hier reinfließen. Also es kommt auf jeden Fall eine Menge raus. Boah, komm, gehen wir doch nicht auf die. Ja, stirb doch. Scheiße, jetzt habe ich meine Knochen schon wieder ins Haus gelegt. Ah, eine Enderperle! Enderperle! Hab eine! Hat Marfko nicht aufgehoben. Wo denn? Lag die rechts vom Haus oder was? Und dann war ich das gewesen. Ich habe alles voll gehabt. Weil ich habe den... Du hast eine Enderperle rausgeworfen. Nee, ich habe den Enderman getötet gehabt. Aber ich habe keinen Platz mehr für eine Enderperle. Ist ja nicht wichtig. Hier liegt noch eine Enderperle. Was willst denn du, Laffer, Alter? Komm her. Noch eine. Ja. Musst du schon mehr haben, oder? Ja, jetzt habe ich 2. Eigentlich 3. Ich habe da 3 getötet. Ach nee, ich habe meine aufgesammelt. Okay. Naja, egal. Gut, dann haben wir das auch. Ja, der Quarry ist natürlich jetzt interessant. Verschandelt jetzt extrem schön unsere Natur. Hast du erfolgreich bekommen? Ja. Ah, eine Perle. Die bekommt man, glaube ich, relativ oft. Ja, weil wir haben ja auch schon... Naja, also okay. Du musst dir das jetzt so vorstellen. Wenn die fertig ist, das dauert jetzt nicht lange, also siehst ja, die ist ja relativ schnell, dann baue ich hier oben die oberste Ebene zu, dass es dann aussieht wie vorher ungefähr, und baue alles hier drum weg. Also dieses Gitter, was hier drum ist, was man auch abbauen kann, das geht, wenn man die Quarry abgebaut hat, automatisch weg. Und dann die Stirling Inches und so weiter würde ich dann abbauen, die könnte man dann auch in einer anderen Quarry, die dann weit weg ist und dann uns einfach Rohstoffe besorgt, verwenden. Und dann darunter würden ganz viele Ebenen kommen, wo ich dann Monster spawnen lassen würde. Ich hab einen Creeper im Haus! Kommt denn der da rein? Komm, ich komme mit meinem Morgenstern. Ich hab mir gerade mal so einen Morgenstern gebastelt. Ja, warte, dann bring den Creeper um. Ups, er hat sich selbst umgebracht. Okay. Er wurde vom Zombie angegriffen und, also so ein bisschen und... Naja, nicht so schlau. Kannst ein bisschen Erde hier hinkloppen. Warum willst du mich gerade meine Morgenstern... Oh, unser Crowy wird hier attackiert. Warum triffst du mit dem Morgenstern nicht? Geht doch. Was ist denn das für ein dummes Ding, ey? Du weißt schon, dass es nicht unbegrenzt... Oh, ja, eigentlich schon, ne? Blöder Hund. Irgendwie kann man dir auch so Schaden zufügen, weil ich das ausgestreckt habe. Weiß ich nicht wie. Ist ja schön, dass du mich gerade kloppst. Sag, wenn du noch wenig Leben hast und nicht aufhören soll. Ja, ich hab jetzt noch 3 Herzen, du Affe. Okay. Geh weg. Ah! Ich hab nur noch 1 Herz. SP, verpiss dich. Hau ihn um. Na? Und der Pfeil, der zieht. Und er zieht. Hör auf, ihn so viel Angst zu machen. Und. Pass auf, ich hau dich mit Schwarzpulver. Mit Schwarzpulver. Es würde mich ja so anpissen, wenn mich jemand mit Schwarzpulver hauen würde. Mein Herz bummt gerade so hart wie das von einem Kuh. Du stirbst doch gerade alleine, weil du runter fliegst. Ja, ich weiß, weil ich wollte Eisdarbus. Heyo, was geht? Darf ich ihn angreifen? Ja, nein? Ach nein. Gott! Wir lassen Marfko. Wir lassen Marfko in 30 Sekunden in Ruhe, solange kann er noch flüchten. 1, 2. Gib mir Zeit, bis ich hier hinter der Quarry weg bin. Ich hab mir gerade selbst den Ausweg versperrt und jetzt. Der Schwarzpulverangriff. Oh!
Hast du dich mit Crap beworfen? Halbes Herz, Alter. Halbes Herz. Scheiße. Ein halbes? Zwei Herzen. Scheiße. Wer mein Haus flüchten will. Wir kriegen dich. Wir kriegen dich.